Heute fallen die Tageshöchstwerte noch mal ziemlich mild aus. Nächste Woche sieht das Ganze schon völlig anders aus. Denn es wird wesentlich kühler und stellenweise sogar richtig winterlich. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am Sonntag, heute auch an Halloween und am Reformationstag. Bevor wir zum Wintereinbruch lokal kommen, schauen wir uns erstmal noch an, wie sich das Wetter jetzt über den Abend und durch die Nacht entwickelt. Heute, da kann noch relativ milde Luft von Süden zu uns strömen in den nächsten Tagen. Da wird dann aber kalte Luft die etwas wärmere Luft vertreiben. Dazu haben die Hexen heute in der Wetterküche wirklich den Kochtopf einmal so richtig umgerührt und rausgekommen sind dabei stürmische Böen und Sturmböen, vor allen Dingen im Westen und auch im Norden, besonders zu Beginn der Nacht und auch am Abend. Dazu kommen heute Abend im Westen Regentropfen auf und ein dichtes Wolken- und Regenband wird dann in der Nacht von Westen bis weiter in die Mitte des Landes ziehen. Vor allen Dingen im Osten und auch im Südosten, da können wir aber noch mal die Sterne sehen. Die Temperaturen in der Nacht, die gehen schließlich auf 11 bis 5 Grad zurück. Es bleibt wirklich teilweise noch sehr mild in der Nacht. Und dann morgen, am 1. November, da ist das Regenband dann schon ein ganzes Stück weiter vorangekommen und zieht auch im Laufe des Tages immer weiter Richtung Osten. Besonders im Süden, da gefällt es den Regenwolken aber ziemlich gut und da setzen sie sich auch gerne mal fest. Und besonders in den Gipfellagen der Alpen, da sind dann auch Schneeflocken mit dabei. Hinter den dichten Wolken im Westen, Nordwesten, da lockert es dann auch mal auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages dann maximal noch auf 14 Grad. Besonders in den Alpen bleibt es frisch und auch in den östlichen Mittelgebirgen. Dann am Dienstag nochmal Temperaturen von bis zu 13 Grad. Dazu vor allen Dingen im Norden und im Osten auch mal einzelne Lichtblicke. Sonst viele dichte Wolken mit reichlich Schauern und auch wieder Schneeflocken in den Alpen. Dann auch schon etwa ab 1000 Meter aufwärts. Am Mittwoch, da dominieren dann weiterhin vor allen Dingen in der Südhälfte die dichten Wolken, die auch immer wieder noch Regenschauer mal im Gepäck haben. In der Nordhälfte, da wird es etwas freundlicher, aber wirklich nur ein wenig, denn hier wird es auch mal Wolkenlücken geben, in denen sich die Sonne zeigen wird. Die Temperaturen liegen dann schon nur noch zwischen 4 Grad im Schwarzwald und 12 Grad werden noch mal im Raum Berlin erreicht. Zum Donnerstag hin wird es dann noch etwas kühler, maximal noch 11 Grad. In den Alpen nur noch Temperaturen um die 1 Grad. Dazu wieder im Norden ein wenig freundlicher, vor allen Dingen im Süden, aber auch im Osten weiterhin Regenfälle und dann in den Alpen Schneefälle schon ab 900 Metern. Da kommt also der Schnee auf uns zu und wenn wir auch einmal auf die Ensemblevorhersage in den Alpen schauen, da sehen wir bei der 2-Meter-Temperatur hier noch diesen einen Peak und danach sehen wir eben diesen Temperatursturz. Die Temperaturen werden deutlich in den nächsten Tagen zurückgehen und damit korreliert die Schneefallwahrscheinlichkeiten, die steigen eben deutlich und erreichen dann auch so um die 90-95%. Es wird also in der nächsten Woche zumindest in den Alpen schon mal winterlich. Im Rest des Landes geht es eher herbstlich wechselhaft weiter. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne den Daumen nach oben und klickt auch noch auf Abonnieren. Habt einen wunderschönen und grusigen restlichen Sonntag und einen wunderschönen restlichen Halloweenstag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.